So. Mirum kann wieder nach vorne. Wir sind hier in der Wildnis. Und einmal schlafen, bitte. Die alten Einstellungen sind nicht vorhanden. Na gut, dann würden wir gerne Wachen aufstellen. Und zwar kann die Söldnerin mal immer die erste Wache übernehmen. Dann Gerugon und dann Trick. Jagen tut Mirum. Und Kräuter suchen tut immer noch Taljenialen. 2 Stunden. Das werden wir dann später nochmal ändern müssen, wenn wir mehr Zeit haben. Und schlafen. Jo. Corina bekommt ihren Sold. So, schaffen wir es noch vor der Nacht. Nö, komm, wir haben es nicht eilig. Lagerplatz suchen. Und jetzt nochmal einstellen, damit ja dann auch 4 Stunden sucht jeden Tag und nicht nur 2. Also Tirik noch. Nochmal. Kurima, Tirik, Gerugon. So, Mürrum sucht Essen. Und Yalin sucht bitte schön 4 Stunden nach Kräutern. Finde trotzdem nichts. Na gut. 1 Silberstück. Und zurück zum Elfen. Als ihr die Lichtung erreicht, kommt euch Arterion entgegen. Ich habe schon gehört. Ich möchte euch vielmals danken. Bitte kommt doch herein. Oh, okay. Wir kommen uns irgendwie wie Assassine vor. Wir sind in ein Dorf eingedrungen, haben uns heimlich Informationen beschafft und dann gezielt jemanden ausgeschaltet, nur um sofort die Stadt wieder zu verlassen und zu unserem elfischen Arbeitgeber zurückzukehren. Na gut, was willst du uns jetzt sagen? Keinerlei Gesprächsoption über den Mord, den wir gerade begangen haben. Also kein Kaschok, kein Donnerbach oder dergleichen. Zwergenbinge? Kenne sich nicht aus. Tasch? Im Tasch gibt es zahlreiche Zwergenminen, aber nach allem, was man hört, sind die meisten wieder verschüttet worden. Salamanderstein? Ich weiß nur, dass er des Ingrims ist, aber da bin ich mir nicht sicher. Und er soll keinen Spaß verstehen, wenn man seinen Besitz angeht. Das markiere ich mal kurz. Ja, Finsterkamm? Harpien, sage ich nur. Harpien. Finsterkoppen. Weiß er nichts drüber. Die Blutzinnen. Falsche Adresse. Rohrwett? Der Rohrwett wurde schon immer gemieden, denn finsteres Gesindel versteckt sich im Schutz der Berge. Na gut, ich gehe zurück zu meinesgleichen. Nehmt diese Waffen zum Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich benötige sie nicht mehr, denn ich habe sie als Werkzeuge meiner Rache gemacht. Okay, guten Planung. Wir sind jetzt also mit der Stadt fertig? Habe ich nicht so wirklich das Gefühl von. Wir sollten dahin zurückkehren. Und am besten erstmal kurz das durchlaufen lassen, so, ja. Und am Nein, nicht weiter planen. Und am besten mit irgendjemandem von Autorität sprechen und das Ganze irgendwie klären. Weil es musste ja auch in einigermaßen geregelten Bahnen jetzt weiterlaufen. Aber momentan haben wir gerade den Anführer der Stadt quasi eliminiert. Und jetzt herrscht da ein Machtvakuum, würde ich jedenfalls mal vermuten. Gut, Lagerplatz aufsuchen, damit wir frisch da ankommen. 2 Wirselkräuter, sehr schön. Und dann betreten wir die Stadt. Und fühlen uns ein wenig schuldig, auch wenn er es ja eigentlich verdient hat. Aber das werden die 8 oder 7 Leute nicht so sehen. Gehen wir mal zuallererst zu der Kräuterfrau, vielleicht hat sie irgendwas Neues für uns. Sie war ja bisher mit am freundlichsten. Oh, es ist sogar Markttag. Wie viel Geld haben wir? Oh, Schwert des Arterion. Dies ist ein Schwert des Arterion. Gruppe Schwerter. 6 bis 11. Attacke Malus. 3 Parade Malus. Minus 1. Was macht deins? 6 bis 16. Minus 3, minus 4. Und es ist magisch. 6 bis 11. Attacke Malus 3. Parade Malus minus 11. Also negativ ist wirklich schlechter. Ja, negativ ist definitiv schlechter.
Das heißt, das Schwert gibt einen Paradebonus. Nee, einen Attackebonus von 3. Zeig mir mal Terix Axt. Ja, also das andere Schwert gibt einen Attackebonus von 3 Punkten. Das ist echt ordentlich. Gucken wir mal ganz kurz. Also momentan hat er Attacke-Parade-Werte. Momentan 12-2. 16-7. Wow. Ich denke, damit steigt jetzt Gerugon wieder auf Einhänder um. Also ja, es macht nur 6 bis 11 Schaden. Und der hier macht 6 bis 16? Ja. Also macht 5 maximalen Schaden mehr. Aber dafür trifft er hiermit wesentlich häufiger. Und durch seine Körperkraft dürfte ja eh der Schaden der Waffe irgendwann nicht mehr so wichtig sein. Irgendwann machen die Helden ja auch mit dem Tischknüppel genauso viel Schaden wie mit dem Zweihänder. Weil sie halt so stark sind. Also ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wir haben auch noch einen Bogen bekommen. Den bekommt auch mal Mürrim sofort. Was steht denn dabei? Schusswaffe, Trefferpunkte 7 bis 12. Langbogen macht 5 bis 10. Ist also besser als ein Langbogen. Und den Langbogen bekommt dann Jallen, weil sie jetzt zur Zeit noch einen Kurzbogen. Sehr gut. Ja, doch, sehr schön. Hat sich definitiv gelohnt. Wir brauchen jetzt noch ein Schild für Gerugon. Den Zweihänder behält er einfach erstmal. Überladen ist er ja hoffentlich nicht. Ne, irgendjemand anders? Nein. So. Ich wollte eigentlich gucken, wie viel Geld wir haben. 30 Dukaten. Ja, gut, dann verkneife ich es mir doch mal, nach Schuppenpanzer zu gucken. Und wir gehen jetzt zur Kräuterfrau. Da. Da sind wir wieder. Hallo? Nee, nichts Neues. Bannstrahler, nichts Neues. Attentat, nichts Neues. Arterioten, auch nichts Neues. Gifte, nö. Nö. Gashok? Nö. Nö, 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 nö. Gesprächsende. Also scheint sie noch nicht wirklich rumgesprochen zu haben, was wir getan haben. Wir könnten jetzt zum Ort des Verbrechens zurückkehren. Oder wir könnten zu dem Herrn aus Kusslig und dem Herrn aus Tiefhusen gehen. Die waren Tiefhusen. Das war der ältere Herr. Gucken wir uns mal die Dokumente an. Wir müssen noch eine welche bekommen haben. Irgendjemand. Dokumente des Bannstrahlordens. Benutzen. Besondere Vorkommnisse im Monat Raya. In der Nacht vom 4. zum 5. sollte der Müller Aterion zu Boron geschickt werden. Leider ist er den Flammen entkommen. Boah, das ist sehr Fällt das der Name nicht ein? Es ist auf jeden Fall sehr gefährliches Material. Jedenfalls sind wir das Spitzohr los. Ein reisender Magier wollte am 9. unsere Stadt betreten. Mit meiner Armbrust habe ich ihn gegenüber empfangen. Also haben die auf uns geschossen. Am gestrigen Tage, dem 16. des Monats, haben wir uns bei unserer Zusammenkunft das 8. Mitglied aufgenommen. Auch wenn sonst keine Namen erwähnt werden, geht aus den Aufzeichnungen einwandfrei hervor, dass Derigorn das Oberhaupt der Bannstrahlvereinigung war. Also der, den wir wirklich umgebracht haben. Sehr gut. Wir haben keinen Fehler gemacht. Also er war das Oberhaupt, aber die anderen können ja immer noch Anhänger sein. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr Derigorn von Donnerbach ins Boronsreich geschickt habt. Die unterdrückten Bewohner unseres Städtchens, ich eingeschlossen, sind euch dafür sehr dankbar. Ich fürchte aber, dass die Mehrheit der Einwohner nicht so denkt. Nehmt euch also in Acht. Schon mal sehr schön, dass er wenigstens etwas darauf reagiert, was wir getan haben. Das heißt, wir gehen doch auch gleich mal zu dem Herrn aus Kusslig. Auch wenn wir nicht mehr wirklich wissen, wo er wohnt. War das hier? Hier? Nein.
Es war 2 Häuser von der Herberge entfernt. Ach ja, ich hätte mir Notizen machen sollen. Beziehungsweise Terek hätte sich Notizen machen sollen. Ne, da sind wieder die Primutnasen. Also war es doch hier unten? Wahrscheinlich. Wir folgen jetzt einfach der ganzen Hausreihe. Ne. Wir folgen der Hausreihe nach Westen. Also hier noch rum. Ich kann mich nicht daran erinnern, durch so viele Ecken gegangen zu sein. Ne. Komisch. Also wir waren jetzt bei den Häusern, Also hier. Westen. Er hielt Sindel. Es gibt merkwürdige Leute hier in Gashok. Noch nicht lange? Noch nicht lange. Man munkelt so einiges. Nehmt euch in Acht. Danke für die Warnung. Oh, Herberge. Oh, können wir jetzt endlich Alkohol trinken? In der Taverne. Das wäre doch mal schick. Das wäre ja schon fast als Belohnung zu gelten. Also hier war nichts. Habe ich jetzt echt... Also ich bin jetzt bestimmt schon 2 Mal im Haus vorbeigelaufen. Ich will doch nur reden. Oder er ist einfach gar nicht mehr da. Ich kann euch nicht mehr weiterhelfen. Das war die Frau, richtig. Er scheint niemand da zu sein. Oh. Das war jetzt das Haus hier. Ja, niemand mehr da. Oh, das ist doch verdächtig. Eintrag schreiben. Das muss jetzt der Herr aus Kuslik gewesen sein. Der andere hat sich ja bei uns bedankt. Er ist abgehauen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt keine Anhaltspunkte mehr. Wie spät haben wir es? Wir haben es 11 Uhr. Es ist ein bisschen zu früh. Schlafen wir mal ein wenig und gehen in eine Taverne. Girgon, Terek, Kruina halten Wache. Wir schlafen, jo, für 7 Stunden. Und suchen dann die nächste Taverne auf. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas Neues erfahren. Oder einfach ein Bier trinken können. Eins von beiden. Herberge, nein. Taverne, ja. Zwerge kriegen hier nichts. Oh, wir haben gerade euer Dorf gerettet. Okay. Händler, nein. Wir wollen doch nur einen Humpen heben. Kompromittierend. Das hatte ich vorhin gesucht. Theke. Und es gibt immer noch kein Alkohol. Na gut, dann halt 7 Milch. Hallo. Attentat? Nö, da hat er schon aufgehört zu reden. Okay, dann halt an einen besetzten Tisch. Und... Bannstrahler? Nicht die leiseste Ahnung. Die sind immer noch alle recht mundfaul. Na gut, gehen wir hier raus. Also wir können einfach von dannen ziehen. Ich denke mal, dass die letzten Überlebenden des Ordens mit dem aufhören, was sie bisher gemacht haben. Meistens ist es ja so, wenn man den Anführer tötet, dass dann eh alles vorbei ist. Aber es wäre schon schön gewesen, das Ganze noch zu Ende zu verfolgen. Aber na gut, schlafen wir erstmal eine Runde. Und morgen machen wir uns auf den Weg zu den Händlern erstmal, um noch ein wenig aufzustocken. Schlafen, Einzelzimmer, eine Nacht. Meditiert werden muss, nicht schlafen. Jo. Und dann gehen wir gleich zum... Oh oh.
Sie sollen eine Chance zur Verteidigung bekommen. Danke. Euch wird vorgeworfen, einen Mitbürger unserer Stadt ermordet zu haben. Haltet ein! Die Fremden haben Beweise, dass Deregorn der Anführer der Bandstrahler ist. Habt ihr noch mal Glück gehabt. Aber lasst euch hier besser nicht mehr blicken. Das war übel. Und wir dürfen nicht mal zu Ende schlafen. Also ja, schön, dass wir nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Aber wirklich dankbar ist was anderes. Na gut, komm. Pfeifen wir auf die Händler und auf das Aufstocken. Wir verschwinden einfach von hier. Südausgang. Weg hier. Ja, Stadt verlassen. Wo als nächstes hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen eigentlich zurück ins Gebirge. Wir wollten ja nach der Zwergenbinge suchen. Aber erstmal suchen wir uns einfach eine ruhige Ecke. Und schlafen. Das haben sie sich verdient. Aber speichern. Jo. LP 066. Und wir sehen uns gleich wieder.